So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich wollte heute ein Glitzerdesign machen mit Schnörkel. Mal gucken, was da draus wird. Ich habe hier mir einen Tipp vorbereitet mit so einem kleinen Farbverlauf. Nehme mir solch einen Pinsel, ein x-beliebiges Glitzergel. Ich nehme gerne das hier von Summer Nails. Das hat auch so ein bisschen einen rosa Touch mit drin. Und dann wollte ich hier eine Linie ziehen. Ein bisschen dicker. Dieses Design könnt ihr aber auch auf einen kleineren machen, beziehungsweise auf kurze Nägel. So, der kommt jetzt erstmal in die Lampe, der wird ausgehärtet und dann hole ich euch wieder zurück. Bis gleich. So, ich habe ihn jetzt abgecleansert gleich und nochmal angebuffert und möchte jetzt mit einem schwarzen Gel Painting, dann nehme ich wieder das von e.me. Ich weiß noch nicht, welchen Pinsel ich nehme. Ich probiere es jetzt erstmal mit dem, mit meinem längeren Striper. Ein bisschen Farbe nehmen. So. Und jetzt wollte ich an und für sich ja, ich fange mal hier an. Einfach so. Ein paar Schnörkel setzen. Also der ist schon sehr gut hier, der Pinsel. Also auf jeden Fall einen längeren nehmen.
jetzt ziehe ich hier noch ein paar Fädchen. Und werde das kurz anhärten, weil das ja keine M-Paste ist, sondern ein Painting-Gel. Und es kann sein, dass das dann verläuft. Ich hole euch gleich zurück. So, jetzt habe ich das angehärtet und jetzt geht's weiter. Jetzt drehe ich den um. Und male hier genau in eine entgegengesetzte Richtung. Da hat man nicht so viel Platz. Aber das ist nicht so wild. Das lasse ich jetzt noch mal anhärten. So, ja, dann male ich hier, muss ich hier auch noch eins hinmalen. Du musst immer schauen, dass da so ein Tropfen dran ist. Und dann geht das ganz einfach. Das lasse ich nochmal anhärten. So. Und jetzt kommt hier noch ein, zwei Schnörkel hin. Und da setze ich noch zwei, drei Punkte hin.
Das wird jetzt ausgehärtet und dann hole ich euch nochmal zurück. So, der ist jetzt ausgehärtet. Jetzt werden wir den versiegeln und ich habe mir gedacht, ich mache noch ein paar Steinchen mit rein, ein paar kleine. Die habe ich mir schon zurechtgelegt. So. Und das werde ich jetzt in das Versiegelungsgel reinmachen. Und zwar hier in den größeren. Der mag nicht abgehen. So. Und dann habe ich gedacht, setze ich hier noch einen. Jetzt werde ich das alles aushärten und dann hole ich euch nochmal zurück. Bis gleich. So. Der wird jetzt noch abgeklinsert. Und ich finde den richtig schick. So schaut der jetzt aus. Ich nehme euch mal ein bisschen zurück, weil der ist so groß. Ich finde den richtig toll. Ja, malen geglückt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!